Kennst du den Gartenschläfer? Ja. Also ich meine jetzt nicht mich, als ich da bei euch auf dem Liegestuhl lag. Kennst du ja, ihn wirklich? Klar, kenn okay. ich den. Und wenn Sie den Gartenschläfer nicht kennen, den stellen wir Ihnen jetzt vor. Seine Zorro-Maske macht ihn unverwechselbar. Und trotzdem haben ihn die wenigsten schon mal gesehen. Denn der Gartenschläfer ist extrem selten geworden. Zumindest in Mitteldeutschland. Und keiner weiß warum. Während er im Westen noch durch viele Gärten turnt, scheint er in Sachsen seit 2006 ausgestorben zu sein. Naturschützer und Forscher wollen nun herausfinden, was genau dem kleinen Bilch zu schaffen macht. Dafür stapfen sie wie hier durch feuchte Wälder und suchen nach den letzten Tieren. Vor einer Woche hat Josef Michel, ehrenamtlicher Beringer in Neuhaus am Rennsteig, noch einen Gartenschläfer in diesem Kasten gesehen. Ja, also ich konnte das Innenleben des Kastens ausleuchten und ich konnte feststellen, frische Kotspuren. Aber wer im Kasten steckt, das konnte ich nicht sehen. Es steckt leider keiner mehr drin, denn Gartenschläfer ziehen um, wenn sie entdeckt wurden. Immerhin haben sie ein paar Spuren hinterlassen, kostbare Kotproben für die Wissenschaft. Der Gartenschläfer ist ja massiv vom Aussterben bedroht. Und es ist immer noch unklar, warum das so ist. Und um dem eben auf den Grund zu gehen, versuchen wir in dem Projekt alle möglichen Komponenten zu beleuchten, unter anderem eben auch die Nahrung der Tiere, weil es ja theoretisch sein könnte, dass sie sich zum Beispiel in unterschiedlichen Regionen unterschiedlich ernähren. Und das wiederum dazu führt, dass sie es in einigen Regionen eben dann vielleicht dadurch schwerer haben als in anderen. Es könnte aber auch sein, dass ihnen Krankheiten oder Nahrungskonkurrenten das Leben schwer machen oder dass die kleinen Restpopulationen genetisch verarmt sind. Gartenbesitzer sollen nun Augen und Ohren offen halten und das Geheimnis ums Aussterben lüften helfen. Also es gibt eine Webseite zum Projekt, www.gartenschläfer.de, und auf der Seite finden sich neben zahlreichen Informationen zur Biologie der Tiere, woran ich ihn gut erkenne, wie ich ihm helfen kann, auch Ansprechpartner für die verschiedenen Regionen, und melden Sie uns gerne jeden Nachweis, jede Sichtung auf unserer Meldestelle auf www.gartenschläfer.de. Da Gartenschläfer nachtaktiv sind, entdecken wir ihre Spuren oft nur beim Reinigen von Nistkästen. Hier verbringen sie im Sommer gern den Tag oder rollen sich im Winter zum Winterschlaf zusammen. Auch durch Fraßspuren am Obst oder lautes Quieken und Pfeifen in der Nacht verraten sich die Tiere. In Sachsen können wir die Gartenschläfer nur noch in der Voliere sehen, im Bad Schandauer Nationalparkzentrum zum Beispiel. In Thüringen und Sachsen-Anhalt leben sie noch in freier Wildbahn. Aber vielleicht huschen ja doch noch viel mehr von ihnen durch unsere Gärten und wir haben sie bloß noch nicht entdeckt. Augen auf also im Garten bei der Suche nach dem Gartenschläfer.